herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine neuen Wildbetta-Kampffische, und zwar Betta Simplex, der Krabi-Kampffisch. Ich zeige euch einmal kurz das Becken. Und zwar habe ich die Technikabteilung mit einem Filterschwamm abgeteilt und durch einen Lufthebefilter und eine Heizung filtere ich das Becken komplett. Das Becken hat ca. 100 Liter, ist nur 20 cm hoch, 1,20 m knapp lang und 60 cm tief. Hier in diesem Zustand ist es gerade nicht ganz aufgefüllt, aber ihr seht, es ist sehr dicht pflanzt und auch mit vielen Wurzeln geschmückt. Ich habe außerdem ganz viele Blätter reingetan. Und da seht ihr schon den Betta Simplex. Das sind zwei Weibchen, zu erkennen an der ganz hellen Körperfärbung und die etwas unspektakulärer Gegensatz zu den Männchen ist. Der Krabi-Kampffisch hat ca. 7 cm Größe und wird ca. 5 Jahre alt. Die Geschlechtsunterschiede liegen unter anderem an dem, dass das Männchen größer ist, einen breiteren Kopf hat und größere Flossen. Außerdem hat die Männchen unten einen schwarzen Strich und eine rötliche Färbung, was man hier leider nicht so doll sieht. Das war nämlich gerade ein Männchen. Haltungsempfehlungen sind 23 bis 28 Grad, pH 6,5 bis 7,5, GH 7 bis 25 und KH kleiner als 6. Die Tiere sollten überwiegend karnivor gefüttert werden, das heißt Frost- und Lebendfutter sowie passende Granulate. Ihr könnt gerne mal in die Infobox schauen, da habe ich euch das Hauptfutter, was ich benutze, verlinkt. Die Bedingungen für den Krabi-Kampffischen sind ähnlich wie bei Betta Splendens, das heißt keine starke Strömung, benötigen die Möglichkeit, an der Oberfläche Luft zu holen, dichte Bepflanzung und es sind auch Labyrinther. Die Männchen sind sehr revierverteidigend, aber dennoch ist eine Gruppenhaltung möglich. Es muss darauf geachtet werden, dass das Männchen zwischen den Brutpflegen zu Kräften kommen kann. Sie sind Maulbrüter, Weibchen leicht am Boden ab, sammelt Eier auf und spuckt sie in das Maul des Männchens. Nach 14 bis 17 Tagen werden die dann vom Männchen ausgespuckt und leben dann in der unteren Region weiter. Hier seht ihr gerade das Männchen. Und da ist auch schon meine erste Nachzucht. Und hier seht ihr nochmal das volle Maul des Männchens. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, wenn ihr vielleicht auch jetzt euch einen Wildbetta-Kampffisch zulegt. Und in der Infobox, wie gesagt, findet ihr weitere Informationen. Und ich würde mich über ein Abo freuen, das ist kostenlos für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!